Unser Bundespanikminister hat wieder zugeschlagen und er hat sich einen kolossalen Bauchklatscher geleistet beim Versuch, Angst zu machen, beim Versuch zu schummeln. Gleich mehr dazu. Ja, was ist passiert? Karl Lauterbach hat einen doppelten Bauchklatscher sogar gemacht, weil zum einen hat er Falschinformationen verbreitet, Desinformation, Fakes. Dazu mache ich noch ein eigenes Video, weil er einen Tweet retweetet hat, in dem unsinnige Panikmache in Sachen Hitze verbreitet wurde von der Helmholtz-Initiative, die auch schon ganz aktiv war bei Corona, die da auch schon ganz massiv Angst schürte. Das war der eine Fehler. Und zum zweiten hat er dann bei seinem Text zu dieser Fehlinformation Folgendes geschrieben. Voilà. Heute in Bologna eingetroffen, jetzt geht es in die Toskana. Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. Und jetzt wird es wie richtig interessant. Der Jan Fleischhauer hat nämlich recherchiert und hat die Temperaturwerte für Bologna, wo unser hochverehrter Herr Gesundheitsminister seinen Urlaub zu verbringen sich genehmt. Da hat er herausgefunden, dass die Höchsttemperatur heute im Juli zur höchsten Sommerzeit, also da, wo es am heißesten ist, sage und schreibe 29 Grad beträgt, ansonsten 27 heute und dann abends entsprechend kühler. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Jan Fleischhauer hat geschrieben, er versteht jetzt, was gefühlte Temperatur ist. Und da ist Lauterbach schlicht und einfach beim Mogeln ertappt worden. Das ist einfach, ja, dreist gelogen. Vielleicht fühlt er sich ja auch so. Vielleicht ist er ja wirklich jemand, der sich so panisch fühlt. Er hat ja auch bei einer gewissen Prozedur, die ich hier nicht nenne, die mit einem Pieks zu tun hat, hat er auch geworben, dass es keinerlei Nebenwirkungen gibt. Ja, man muss hier mit der Zensur und mit der Schere sehr aufpassen. Ihr wisst alle, was gemeint ist. Also bei keine ja, bald, wenn wir uns nur noch so unterhalten können, wegen der Zensur, es wird immer lächerlicher. Und jeder Arzt, der sich ein bisschen auskennt, der weiß eben, dass es keinerlei Präparat gibt, nicht einmal Aspirin, das frei ist von neben. Ja, es ist affig, ich weiß, aber leider ist man dazu gezwungen, weil sonst die Algorithmen wieder anspringen. Und es ist auch völlig willkürlich, was dann wie eingestuft wird. Das ist wirklich faszinierend. Aber zurück zu Lauterbach. Ja, was geht in diesem Mann vor? Ja, ich denke, er hat einfach kapiert, je mehr er Alarm schlägt, je mehr er Panik verbreitet, umso mehr kann er selber in diese Rolle des Retters schlüpfen. Und diese Rolle, die liebt er offenbar über alles. Und darum ist er dann auch nicht zu schade, sich dafür solchen Unsinn zu verbreiten. Das ist wirklich erstaunlich. Und weil wir schon von Zensur reden, da ist es so, dass auf Instagram wurde ein Foto von mir verboten, gegen die Gemeinschaftsstandards soll es verstoßen haben, darüber, wie sich ein, ja, wie muss man das korrekt sagen, ein Schutzsuchender in einem Brunnen wäscht, und zwar so, wie Gott ihn erschuf. Ihr wisst, was ich weiß, und offenbar sind da Teile, ich habe nicht so genau hingeschaut, fand ich auch nicht jetzt sehr verlockend, von etwas zu sehen gewesen, was man nicht sehen darf. Also die Realität ist so, auf YouTube inzwischen, beziehungsweise auf Instagram in diesem Fall, dass man die Realität nicht mehr abbilden darf. Das ist schon erstaunlich. Und das zweite Beispiel für ein Einschein habe ich jetzt vergessen, da machen wir einen kurzen Schnitt, dann finde ich es euch ja so vergesslich, weil ich inzwischen schon vor lauter Zensur, Einschnitte, man kommt gar nicht mehr dahinterher, sich das zu merken. Jetzt machen wir einen kleinen Schnitt und dann kommt es für euch. Moment. Jetzt habe ich es, und zwar wurde die Werbung verboten für dieses Video, das letzte, wo es darum ging, dass ein Polizist sehr aggressiv war gegen einen Arzt, der sich aufgeregt hat, dass er nicht zur OP kann wegen der Klimakleber, und das schlimmste Schimpfwort, das dort gefallen ist, war
Penner. Und YouTube hat das dann demonetarisiert, also verboten, dass dort Werbung geschaltet wird, weil es schädliche Handlungen sind. Und ich bin überzeugt, die meinten nicht die Klimakleber mit schädlicher Handlung, sondern die meinten, dass der Arzt sich darüber aufregte, beziehungsweise dass ich das kritisiere. Also nach menschlichem Ermessen ist das wirklich nicht mehr nachvollziehbar. Es ist halt völlig fies, es ist eine völlige Verzerrung des Wettbewerbs. Ist meine Videos jetzt, die dechiffriert Videos mit Markus Lanz und Aiwanger, und Hans-Georg Maaßen und diesem ZDF-Stück, die sind 2,8 bzw. 2,5 Mal abgerufen worden auf Rumble, was erstens zeigt, wie hier die Reichweite runtergedrosselt wird, also das ist schon per se Wahnsinn, und das zweitens zeigt, wie die einen wirtschaftlich hier in die Kantare nehmen, weil stellt euch mal vor, hier 2,5 bzw. 2,8 Millionen Aufrufe, das ist wirklich ein Batzen, der da zusammenkommt, da sieht man, wie tief diese Schikane greift, aber ich setze auf meine Zuschauer, ich weiß, ihr kompensiert das mit einem kleinen symbolischen Obolus in die Kaffeekasse oder eben etwas größeren Obolus, jeder wie er kann. Wer nichts hat, soll nichts machen. Es geht aktuell sogar wieder per Kreditkarte. Ja, wer weiß, wie lange noch. Sie haben ja wieder gerade einem Kollegen das Konto gekündigt. Das ist Standard inzwischen. Piesacken und nochmal Piesacken. Das war's aber nicht für heute. Ich möchte noch zwei Videos hier aufnehmen und heute oder morgen dann online stellen. Vielleicht schaffe ich noch ein Dechiffrier-Video über die Scholz-Pressekonferenzen, was ich mir schon lange vorgenommen habe. Ein Dechiffrier-Video über das Kuschel-Interview, die große Liebe, Markus Lanz und Robert Habeck, zwei so schöne Männer, so schön zusammen. Ich musste so lachen. Also schöne Männer in dem Sinne, dass sie sich beide für offenbar sehr schön halten. Das war's für heute. Ich mache auch keinen Backstage, weil ich noch so viele Videos aufnehmen muss. Nicht unterkriegen lassen, wieder reinschauen, abonnieren, liken, alles Gute, danke, ciao. So, reitschuster.de. Freiheit in der Krise. Ein Bildband mit 48 kritischen Stimmen. 352 Seiten voller großformatiger Porträts von Menschen, die in dieser Zeit eine kritische Position vertreten. In sehr persönlichen Statements melden sich neben Medizinern und Wissenschaftlern auch Juristen, Journalisten und viele weitere Fachleute zu Wort. Hinzu kommen zahlreiche Bilder, die mit dem Blick hinter den Kulissen das Geschehen bei Dreharbeiten, Meetings und Demonstrationen dokumentieren. Mit einem Vorwort von Dr. Wolfgang Bodak. Bestellen Sie jetzt und freuen Sie sich auf 2,5 Kilo Zeitgeschichte. We'll be right back.